Herzlich willkommen auf Marius Channel. Heute machen wir was ganz, ganz Feines und das ist ein Rotwein-Cocktail-Trink. Dazu brauchen wir Eiswürfel, eine Dose Kondensmilch, 397 Gramm. Und dann habe ich mir hier so einen Dornfelder ausgewählt, ein Spätburgunder ist das, halb trocken. Und einen Mixer brauchen wir noch. Und das alles macht meine Frau und zeigt euch jetzt, wie das funktioniert. So, als erstes kommt unsere Kondensmilch in den Mixer. Natürlich könnt ihr auch einen Thermomix benutzen, ganz klar, das geht auch. Dann kommt unser Rotwein hinzu, was ich vergessen habe zu sagen, der sollte eiskalt sein. So, das Ganze wird gemixt auf niedriger Stufe. Macht den Topf nicht so voll, dann läuft es auch nicht raus. Muss gut gemixt werden und dann ist das schon gut. So. Unser Rotwein-Cocktail in den Topf. Das ist so lecker, Leute. Probiert's. So, die Rest-Eiswürfel, die macht ihr jetzt hier in den Topf noch rein. So, das ist eigentlich alles. Und schon sind die leckeren Cocktails, Rotwein-Cocktails fertig. Das schmeckt hammerlecker. Probiert's aus. Ist was ganz, ganz Feines. Prost. Lecker. Gut. So sieht's aus. Schaut's euch an. Schmeckt hammer lecker. Macht's mal. Dann werdet ihr sehen, dass es ein hammer Rezept ist. Gut, dann ich sag mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.